Das menschliche Denken ist unendlich trügerisch. Es ist immer die Gesetze. Und ich will mal Beispiele bringen, dass wirklich, man kann es nicht oft genug hören, die einfachsten Sätze, diese Rechthabereien bei Menschen, die wir uns ausdenken, sind immer noch ein Spiegelbild der eigenen Rechthabereien. Die Welt ist ein Spiegelbild deines Charakters, dein Charakter ist dein Schwamminhalt, das Programm ist deine Logik, ist dein Intellekt. Immer an die Computer mit. Da gibt es nichts zu diskutieren, wenn ich das immer wieder sage. Ich kriege Briefe von Leuten, die mich absauen. Die mich als egoistisch, als arrogant, ich meine jetzt den Udo, den du dir ausdenkst, definieren. Und ich sage, jeder Mensch, den du dir denkst, der wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Der ist, wenn du ihn denkst, und er ist genauso, wie du ihn dir ausdenkst. Aber ich sage jetzt als Udo, er soll mir eine einzige Stelle zeigen, irgendein Selbstgespräch, wo ich egoistisch bin. Es ist also definitiv, ich sage immer wieder, ich bin ein Gedanke, den du jetzt denkst, und für dich bin ich so, wie du mich ausdenkst. Das passt auf jeden Selbstgespräch drauf. Und alles, was ich dir jetzt erkläre, ist nicht das Wissen dieses Gedanken, sondern das Wissen dessen, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Und wenn das nicht ankommt, ist derjenige, den ich mir jetzt denke, wirklich nur ein Gedanke, und von dem erwarte ich das nicht, dass er mich versteht. Ich erkläre es dem, der mich ausdenkt, und nicht irgendeinen Gedanken, den ich mir denke. Sobald ich mir jetzt aber einen ausdenke, der mich ausdenkt, ist das der Gedanke von mir. Lass das auf dich wirken, wenn nicht, spulst du zurück und hörst das nochmal ein paar Mal an. Wenn dann immer wieder ist diese intellektuelle Hirnwichserei, wie ich das nenne, der Intellekt, ich sage, es gibt zwei Seiten. Es gibt einen rein geistigen Bereich, wo ich sage, ich erkläre dir, was du bist. Du bist die Quelle für alles, was du dir ausdenkst. Deine Gedanken wird es ohne dich nicht geben. Und dasselbe gilt auch für jede von dir sinnlich gemachte Wahrnehmung. Jede sinnliche Wahrnehmung, ich sage immer, das, was auf der VR-Brille ist, kommt genauso aus dir. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist, und ich betone nochmal, du wirst mit dieser Arroganz, die du irgendwelchen Menschen vorwirfst, die nur ein Spiegelbild deiner eigenen Arroganz sind. Ich verweise nochmal hier auf dem Blindfeld, auf die letzten zwei Teile dieser Petra-Robert-Brief. Such dir das Video her, wenn du das nicht checkst. Da siehst du genau, wie Menschen sich Menschen ausdenken und denen irgendetwas vorwerfen. Die Menschen gibt es überhaupt nicht, diese ausgedachten Menschen, wenn sie nicht gedacht werden. Man muss erst einmal wissen, von was für einen Menschen reden wir. Reden wir von einem Enosch, von einem ausgedachten sterblichen Säugetier, oder reden wir von einem Gotteskind, von einem Adam? Das heißt auch Mensch. Und ich betone immer wieder, es geht hier in keinster Weise um Intellekt, sondern um Bewusstsein. Alles dreht sich um ein einziges Bewusstsein, und dieses Bewusstsein bist du selbst. Der sich um sich herum seine Welt ausdenkt, wo du immer im Mittelpunkt bist. Um das zu verstehen, muss ich selbst, rot geschrieben, Bewusstsein sein und nicht irgendein Gedanke von mir.